Es hat eine Größe von 19 Metern und 99 mal 13 Meter und 16 und liegt damit im Bereich der geforderten Standardgröße eines Minispielfeldes. Die Rede ist vom Kleinfeldplatz, der am 13. August 2010 beim SV Askania Szybko eingeweiht wurde. Circa 547 freiwillige Arbeitsstunden sowie die Bauausführung durch 4,50 Euro Kräfte, die durch die Arbeitsagentur Lauchhammer vermittelt wurden, haben diesen Platz entstehen lassen. Im Normalfall hätte der Bau des Minispielfeldes etwa 60.000 Euro gekostet. Hier in Szybko ist es dank vieler Helfer und Sponsoren gelungen, für etwa ein Drittel der Summe diesen Platz zu bauen. Die Freude über die feierliche Einweihung war nicht nur den jüngsten Spielern des SV Askania Szybko anzusehen. Herr Dr. Schmidt, es wurde erst angesprochen, Freitag der 13. ist eigentlich ein Tag, an dem man nicht gerne aus dem Hause geht. Für den Askania Szybko ist es ein ganz besonderer Tag. Genau, das ist unser, sagen wir mal, seit vielen Jahren wieder ein tolles Erlebnis, dass wir was völlig Neues errichtet haben. Bisher haben wir nur unsere großen drei Plätze, zwei Rasenplätze, einen Hartplatz gehabt. Und nun haben wir für unsere Kinder, unsere Kleinsten was und was praktisch nicht der großen Pflege bedarf. Sicherlich ein Kunstrasenplatz muss auch gepflegt werden, gewartet werden. Aber er ist so ein Allwetterplatz und damit sind wir unabhängig von Regen, vom Schnee und also es wird toll. Du kostet ein solches Projekt ja auch relativ viel Geld. Wie kriegt man sowas in Zeiten knapper Kassen hin? Ja, mit sehr viel Engagement von Leuten, die hinter diesem Sport stehen, die wissen, dass es wichtig ist, in dieser Region was für die Jugend, für die Kinder zu tun. Denn wir wissen selber, wir sind in den letzten Jahren ziemlich ausgeblutet. Starker Bevölkerungsrückgang hat sich hier abgezeichnet gehabt. Und somit sind Leute da, die wissen, um was es geht. Und natürlich muss man auch Leute kennen, die ein Herz für den Fußball haben, für den Sport an sich und die man nicht dreimal bitten muss, dass sie helfen. Aber es ist ein zäher Kampf und ohne, sagen wir mal, auch schmerzliche Auseinandersetzung mit manchen Leuten schafft man das nicht. Es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, das schafft ihr nicht und was wollt ihr damit? Aber wenn da Leute sind, die Enthusiasmus haben und die sagen, wir schaffen das, dann kann man sowas auf die Beine bringen. Das scheint ja hier beim Askania Szybko insgesamt gut zu funktionieren. Ja, denn Sie sehen, wenn Sie sich hier umsehen, so würde sonst ein Sportplatz nicht aussehen, wenn da nicht Leute sind, die auch immer wieder nicht nur reden, sondern auch Hand anlegen und auch bei bestimmten Dingen, sagen wir mal, den Finger in die Wunde legen. Da gibt es ja einen Menschen, der hat heute seinen Abschied verkündet. Was sagt man dazu als Vizepräsident? Ja, also ich kenne den Erhard Wernicke seit über 20 Jahren. Er hat mich eigentlich zu diesem Fußballverein geholt, denn ich bin von Haus aus kein Fußballer, ich bin Leichtathlet gewesen in meiner Kindheit und ich habe viele gute, viele traurige Stunden mit ihm auch gehabt, wenn ich so an manche sportliche Niederlagen denke. Es tut natürlich einem weh, wenn man heute daran denken muss, dass er sagt, er macht nichts mehr für den Verein, aber ich glaube, er braucht erstmal eine Ruhephase. Und so wie ich Erhard Wernicke kenne, er ist umtriebig und wird schon irgendwo sehen, dass er sich irgendwann mal wieder in den Verein einbringt. Ich glaube nicht, dass er weg ist. Er hat schon noch seine Felder, wo er mitarbeitet und ich glaube, dass er sich ganz zurückzieht. Das würde nicht seiner Natur entsprechen. Kommen wir doch mal kurz zum Verein zurück. Was wird es Interessantes noch in diesem Jahr geben? Das Interessante, was erstmal dieses Jahr ist, die erste Männermannschaft im Fußballbereich ist in die Landesliga aufgestiegen, nachdem wir viele Jahre in der Kreisliga gespielt haben, ist dann uns 2008
gelungen, in die Landesklasse aufzusteigen. Und im zweiten Jahr haben wir es schon geschafft, in die Landesliga als Staffelsieger den Aufstieg zu schaffen. Wichtig wird sein, dass wir da einen passablen Start hinlegen, dass wir nicht gleich durchgereicht werden. Es wird schwer, weil es ist ein anderes Niveau. Auch einige alte Leistungsträger mussten uns berufsbedingt verlassen. Wir haben sehr viele junge Spieler integriert. Also das ist, denke ich mal, das so, was im Vordergrund steht. Was natürlich auch toll ist, wir hatten einen personellen Einbruch vor Jahren gehabt, sodass wir zwischenzeitlich die zweite Männermannschaft abmelden mussten. Die ist wieder auf die Beine gestellt worden mit auch sehr vielen älteren Spielern, erfahrenen, die eigentlich bei der Altliga Stammspieler sind. Die haben die zweite Männermannschaft wieder nach vorne gebracht. Und im Vorjahr ist es ihnen gelungen, den Staffelsieger zu stellen in der Kreisklasse, sodass sie in die Kreisliga aufgestiegen sind. Und dort sind sehr viele junge Spieler, die sich jetzt bewähren können, auch aus dem Juniorenbereich. Ich denke mal, das ist wichtig. Und was für uns wichtig ist, dass wir im Juniorenbereich auch die Stabilität halten, die wir im Moment haben, wenn wir sind dort in der Landesklasse vertreten, sodass wir da auch ganz gut abschneiden. In den anderen Sektionen, ja, unsere Kraftsportler machen ihre Geschichte. Die Billardkegler sind auch aufgestiegen. Wir haben ein bisschen Nachwuchssorgen, wobei man ist gute Hoffnung, dass man jetzt doch frische Kräfte heranziehen kann und dass diese auch ihre Klasse halten. Das sind so für uns das Wichtigste. Und was natürlich ansteht, im nächsten Jahr wird der Verein 100 Jahre alt, sodass jetzt nach dem Sommer, wir haben eigentlich schon Vorbereitungen angefangen, aber nach dem Sommer, dass wir sehen, dass wir ein Konzept erstellen, wie wir das Jubiläumsjahr gut begehen können. Also noch viel Arbeit und dafür alles Gute. Dankeschön.